Herzlichen Dank auch von meiner Seite aus für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Die Session heißt ja Entschleunigung im Welthandel, Fragezeichen. Also dachte ich mir, ich werde mal ein paar vielleicht allgemeine Perspektiven für den globalen Handel darlegen. Und das mit einer relativ einfachen Struktur versuchen zu tun. Erstmal über die momentane Situation im Welthandel reden. Dann vielleicht einige Zukunftsszenarien kurz anzureißen, die wir selber simuliert haben. Ich will ganz kurz dann eingehen auf das, was auch schon Vorredner eigentlich gesagt haben, dass wir eigentlich uns für den Handel so stark interessieren, weil es doch einen sehr starken positiven Zusammenhang gab und gibt zwischen Handel, Wachstum und Entwicklung. Und dann möchte ich noch einige Implikationen vielleicht anreißen für die Handelspolitik. Zunächst zur augenblicklichen Situation, wenn wir das jetzt in den Kontext von 25, 30 Jahren stellen, dann hat sich eines dargestellt, Sie sehen das hier in den grünen Punkten, die sogenannte Handelselastizität, die das Handelswachstum in Bezug setzt auf das GDP-Wachstum, hat sich im Vergleich zu den 90er Jahren, wo dieser Wert um die 2 war, sage ich mal, teilweise auch ein bisschen höher, jetzt abgeschwächt in den letzten Jahren auf ungefähr 1. Im letzten Jahr 2016 ist der Handel sogar langsamer gewachsen als das Handels, als das globale GDP. Es stimmt auch, dass wir für 2017 jetzt wieder eine kleine Beschleunigung erwarten, aber immer noch weit entfernt von diesen Durchschnitten, die wir damals beobachtet haben. Und das hat dann einige 2015 einige eifrige Ökonomen bei der Weltbank und beim Währungsfonds dazu bewogen, schnell einen Artikel in der Financial Times zu schreiben, der hieß Trade has lost its mojo, was ungefähr so heißt, meiner Ansicht nach, ja, der Handel war zwar gut für Wachstum, aber das ist jetzt vorbei, wir haben das Potenzial ausgeschöpft. Und das haben wir eben mit dieser Brutto-Handelselastizität begründet. Und da haben die OECD und wir dann relativ schnell reagiert und andere auch. Diese Studie hatte auch einige ökonometrische, fragwürdige Techniken angewandt. Aber was insbesondere viel interessanter ist, zum Beispiel, ist sich anzuschauen, eben nicht die Cross-Trade-Elasticity, sondern eben die Elastizität in Value-Added-Terms anzuschauen. Und die, wie Sie sehen, ist also relativ konstant geblieben über all die Zeit, immer noch um die etwa 1,4. Sie sehen auch, dass sich strukturell, zum Beispiel was globale Wertschöpfungsketten betrifft, da nicht allzu viel geändert hat. Der Anteil der Parts and Components ist immer noch relativ hoch, je nachdem, was Sie sich als Grundlage anschauen. Zum Beispiel, wenn Sie wirklich sich nur Parts and Components im Manufacturing-Bereich angucken, ist dieser Anteil immer noch relativ konstant bei etwa 35%. Das heißt, strukturell scheint sich diese Verlangsamung der Handelselastizität schwierig erklären zu können. Es sind wohl eher zyklische Faktoren am Werk. Bedeutet das aber, dass wir uns jetzt zurücklehnen können und sagen, okay, alles in Ordnung soweit. Und da will ich kurz darauf eingehen, auf eine Simulation, die wir 2013 gemacht haben, wo wir den Handel mit einem sogenannten CGI-Modell nach vorne projiziert haben, bis 2035 sogar. Ich habe Ihnen hier einen Ausschnitt bis 2026 mitgebracht. Wir haben 2 Szenarien entworfen, ich will gleich genauer darauf eingehen, sowohl makroökonomische als auch handelspolitische Szenarien. Das Blaue haben wir optimistisches Szenario, das Rote haben wir pessimistisches Szenario genannt. Und was Sie hier sehen, die grüne Kurve, ist, was sich seit 2013 oder 12, wo wir die Daten eben hatten, tatsächlich getan haben für entwickelte Länder, für Entwicklungsländer auf der rechten Seite, was GDP und Exporte betrifft. Und da sehen Sie, dass wir in den letzten Jahren doch ziemlich nahe am pessimistischen Szenario dran sind. Das sollte uns Anlass geben, besorgt zu sein, denn die Auswirkungen, wenn wir denn einen Zusammenhang zwischen Handel und Wirtschaftswachstum postulieren, sind relativ dann dramatisch, wenn wir in diesem pessimistischen Szenario bleiben, und die sind dramatischer für einige Länder oder wichtiger eben für einige Länder denn als für andere. Sie sehen, dass für die Entwicklungsländer hier in Orange dargestellt ein pessimistisches Szenario insbesondere beim GDP zum Beispiel große Auswirkungen hätten, statt eines im optimistischen Szenario, Moment, was sage ich da?
doch großen Wachstums, hat ein viel, viel geringeres Wachstum, mehr als halbiert, von über 7% auf, was weiß ich, 3%. Für die entwickelten Länder würde das Wachstum zwar auch niedriger sich gestalten, aber eben von knapp über 2% auf knapp unter 2%. Die Exporte zeigen ein recht ähnliches Bild. Das könnte für einige Entwicklungsländer oder sogenannte Emerging Markets einen ziemlich wichtigen strukturellen Effekt haben. Zum Beispiel in China, was sich jetzt über die letzten Jahrzehnte einen Revealed Comparative Advantage aufgebaut hat in Skilled Manufacturers, könnte dieses pessimistische Szenario eben beispielsweise bedeuten, dass sie diesen Revealed Comparative Advantage wieder verlieren und eben sich eher wieder auf Unskilled Manufacturers konzentrieren würden. Die Frage ist, das hat auch unser Vorredner natürlich schon, Ralf Oster, dargestellt, was ist die Verantwortung in diesem, bei diesem langsamen Wachstum für die Handelspolitik? Das ist eben die Darstellung, die er auch gemacht hat aus den 30er Jahren, wo der Handel dann durch diese Spirale um bis zu zwei Drittel gefallen ist, der globale Welt, der Welthandel. Das haben wir Gott sei Dank 2008 in der Krise nicht erlebt. Und ich denke mal, die WTO oder GAP-WTO hat da einiges Positives bewirkt, dass das eben nicht passiert ist. Und wenn ich das meinen Studenten zeige, dann sagen die immer, ja, das ist in 30er Jahren passiert, das passiert sowieso nie wieder. Und dann sage ich immer diese Folie, es ist eben doch passiert 2008. Und zwar in Märkten und mit Instrumenten, die von der WTO nicht geregelt werden, wie beispielsweise die Export Taxes. Und das ist der Reismarkt und Sie sehen da wie eine Maßnahme, ich weiß nicht, wer jetzt angefangen hat, aber Indien hier in dieser Grafik, dann Vietnam, Philippinen, innerhalb von weniger Tage oder Wochen zu einer Vervierfachung des globalen Reispreises geführt hatte, wobei alle Länder eigentlich nur den heimischen Reispreis, der angestiegen war, eben auf einem niedrigen Niveau halten wollten. Dann sagen Sie jetzt vielleicht, ja, der Reis wird ja nicht so viel gehandelt, das ist ein relativ flacher Markt. Das Gleiche werde ich Ihnen auch zeigen können für den Weizenmarkt. Da war es zwar nicht ganz so dramatisch, aber es hat doch auch eine, innerhalb von weniger Wochen eine Verdopplung des Preises stattgefunden. Also nur weil der Protektionismus bislang nicht zugebissen hat, müssen wir trotzdem weiterhin wachsam sein. Und das Wichtige ist eben, es interessiert uns eben nicht der Handel an sich, sondern was uns wirklich interessiert, ist natürlich Welfare, ist natürlich Growth, ist natürlich Entwicklung. Und hier habe ich Ihnen nochmal den positiven Zusammenhang zwischen Trade und GDP Growth dargestellt als Korrelation. Natürlich ist das keine Kausalität, aber es gibt genügend Studien, vielleicht, wie Ralf gesagt hat, keine umfassende Studie, die uns die dynamischen Gewinne erklärt. Aber es gibt genügend empirische Studien und auch Einzelstudien zu Sektoren oder zu Ländern, wie beispielsweise Paula Bustos, die uns klar macht, warum der Handel zum Beispiel positiv ist für Technology Upgrading in Firmen, für Investitionen in R&D, was dann eben auch positive Produktivitätseffekte hat. Ich wollte noch kurz das untere Bild Ihnen auch darstellen, um zu zeigen, was dieses schnellere Wachstum durch Öffnung der Volkswirtschaften für Entwicklungsländer insbesondere bedeutet haben. Hier sehen Sie die Kerneldichte von dem World GDP at Purchasing Power Parity und Sie sehen, dass von 1990, das war immer eine Dichte mit zwei Peaks, bis 2011 diese Einkommensdichte, diese Einkommensverteilung sich auf drei Peaks ausgedehnt hat. Sie sehen also, dass es da einige Emerging Markets gibt, die sich schneller entwickelt haben als andere und dass auch eben gerade die Volkswirtschaften waren, die sich besonders dem Handel geöffnet haben. Wachstum ist gut, nicht nur für das Land an sich, sondern insbesondere auch für die arme Bevölkerung. Auch da gibt es Studien dazu, hier natürlich wieder nur die Korrelation dargestellt, mit dem Reduktionspotenzial, mit der Reduzierung der Armut in verschiedenen Ländern, die Kreise abgebildet worden sind. Und bestimmt gibt es, man kann auch sagen, eben Studien dazu, dass der Handel positiv war für die arme Bevölkerung und dies auch maßgeblich dazu beigetragen hat, dass das 2015er MDG
Objective, das Millennium Development Goal Objective, die Armut maßgeblich zu verringern. Hier ist die Zahl ja bis um, glaube ich, 1 Milliarde Leute gefallen, zu erreichen, und zwar schon eher zu erreichen vor 2015. Das also nochmal zur Erinnerung. Das ist eine Studie, die ich auch sehr gern mag, also selbst wenn man eben nicht an die dynamischen Effekte glaubt, ist eine Studie bei Pablo Feigelbaum und Co-Autoren, die gezeigt hätten, was ein Handelskrieg, welche Auswirkungen das hätte, insbesondere für die ärmere Bevölkerung. In der Grafik sehen Sie, in allen möglichen Ländern, in dieser Grafik sehen Sie, dass ein Handelskrieg insgesamt immer stärkere Effekte hat für die ärmeren 10% als für die reichsten 10% einer Gesellschaft. Wenn Sie mal den deutschen Punkt heraus glauben, dann sehen Sie, dass das für die Deutschen ungefähr, wenn Sie gucken, was das durchschnittliche Einkommen von den ärmsten 10% hier in Deutschland ist, das Einkommen um etwa über 7.000 Euro im Jahr verringern würde. Also ganz besonders dramatisch, wenn so ein Handelskrieg geschehen würde für die Ärmsten. Nun, das sind Dinge, die brauche ich jetzt nicht nochmal wiederholen, die wir in einer Studie mit der Weltbank und dem IMF zusammengefasst haben und die wir auf Anfrage der Bundesregierung gemacht haben dieses Jahr während der G20-Präsidentschaft. Ein Überblick, um einfach auch unsere Staatschefs daran zu erinnern, wie wichtig diese Handelsgewinne sind. Denn das Kuriose ist eben, dass sich gerade in den letzten Jahren, wenn denn diese Gewinne wirklich so groß sind, diese Skepsis breit gemacht hat. Hier stelle ich Ihnen einen Überblick, einen Survey dar, der von der Pew Foundation gemacht worden ist, wie die Einstellung zum Handel ist in den Emerging Markets und im Vergleich zu in den Industrieländern. Und da können Sie sehen, zwei Sachen vielleicht. Erstens, die Zustimmung zum Handel in den Emerging Markets ist wesentlich höher im Schnitt als in den Industrieländern. Und zweitens, innerhalb der Industrieländer ist die Zustimmung höher in den Staaten, die wirklich einen Handelsüberschuss haben, wie Deutschland, wie Korea etc. Insgesamt ist die Zustimmung zum Handel trotzdem noch relativ hoch. Dennoch muss uns das Anlass zur Sorge geben, diese Dichotomie: einerseits postulieren wir diese großen Handelsgewinne, andererseits wächst die Skepsis in der Bevölkerung, und das hat uns eben Anlass gegeben, in dieser Studie für die G20 den meisten Teil der Studie den sogenannten Anpassungskosten zu widmen und insbesondere der Frage nachzugehen, welche Anpassungsmaßnahmen gibt es denn, um denen zu helfen, die tatsächlich diese Losers sind from Trade Opening. Denn auch Ralf hat ja schon gesagt, no trade gains without pain, no gain without pain. Aber natürlich ist es dann entscheidend, dass die entsprechenden Verteilungsmaßnahmen getroffen werden und die Adjustment Costs behandelt werden. Und da ist uns eben aufgefallen, dass es leider im Vergleich zu den Benefits of Trade relativ wenig akademische Studien gibt, die wirklich kohärent sich diese Adjustment Costs und auch die Adjustment Measures anschauen. Da findet sich also relativ wenig. Das, was sich findet, stimmt einem bedenklich. Es gibt eine Studie, die eben auch sagt, in den Industrieländern sogar können diese Adjustment Costs die Gains from Trade bis zu 30% reduzieren. Und die Schlussfolgerung unserer Studie dann für die G20 war eben, dass man sagt, wir müssen, das erwarte ich jetzt nicht von Ihnen, dass Sie das lesen, das soll Ihnen nur darstellen, dass wir nichts wissen zu den Maßnahmen, die ergriffen werden können, um diese Anpassungsschwierigkeiten behandeln. Da gibt es also einiges, und wenn Sie sich jetzt angucken, Labor Market Policies, Active, Passive, Trade-Specific Programs, Complementary Policies, Macro-Stabilization Policies, dann kommen da zwei Sachen, stechen dann hervor. Erstens, nicht jede Maßnahme können Sie entweder gut oder schlecht darstellen. Es gibt gewisse Maßnahmen, wie, sage ich mal, Minimum Wage, die hat in einigen Ländern funktioniert, in anderen wegen der Political Economy eben nicht. Es gibt diese Trade-Specific Programs, die
die zwar da sind, aber nicht genug abgerufen worden sind. Und man fragt sich, warum. Und so weiter. Und es gibt Maßnahmen, die in einigen Ländern vielleicht wichtiger sind als in anderen, beispielsweise vielleicht Housing Policies. Gerade in den USA gibt es ja auch eine sehr schöne Studie, die zeigt, dass die Mobilität dort sehr gering ist, auch zu den Orten zu gehen, wo die Arbeitsplätze geschaffen werden, weil dort eben so die Agglomeration Costs so hoch sind. Das nur eben diese Folie hier als Aufruf auch an alle der Wissenschaft, darauf mehr Augenmerk zu richten und diese Maßnahmen kohärent zu analysieren. Die schwedische Regierung, wissen Sie vielleicht, hat diesen sogenannten Global Deal ins Leben gerufen, wo es um Globalisation und Arbeitsmärkte geht. Die Premierministerin war jetzt bei uns und dankenswerterweise sponsert jetzt der WTO eine Studie zu Anpassungsmaßnahmen, Best Practices, was hat funktioniert, wo hat es funktioniert, in welchen, unter welchen Bedingungen hat das funktioniert. Und da, denke ich, kann man nur mehr dazu tun. Ein wichtiger, das möchte ich noch ganz kurz sagen, auch für mich Ergebnis, wichtiges Ergebnis des G20-Gipfels, der mit sehr niedrigen Erwartungen zum Thema Handel gestartet ist, ist, dass die Staatschefs beschlossen haben, einen Austausch innerhalb der G20 zu betreiben zu den Best Practices on Adjustment Policies und wie Ralf das auch gefordert hat, eben nicht nur Adjustment Policies to Trade, but Adjustment Policies auch zu Technology and any other shocks. Und für mich ist das persönlich ein sehr wichtiger Punkt in dieser Erklärung. Was bedeutet das jetzt für uns für die Handelspolitik? Ich denke mal, die Entschleunigung des Welthandels, die wir jetzt, um das auf das Thema zurückzukommen, die wir im Moment beobachten, ist zumindest zum Teil auch deswegen zu beobachten, weil wir keine wirklich große Liberalisierungsinitiative gehabt haben seit der Uruguay-Runde 1995, beziehungsweise vielleicht seit der Accession von China zur WTO. Ralf hat ja auch schon gesagt, Präsentationen überlappen sich vielleicht zum Teil. Er hat ja gesagt, dass vielleicht bei den Tariffs, also beim Marktzugang für Güter, gar nicht mehr so viel zu tun ist. Das stimmt natürlich auch. Sie sehen in den Advanced Economies und in den Emerging Markets, wie zwischen 1990 und 2014 die durchschnittlichen Zölle runtergekommen sind. Das stimmt also. Ja, sind relativ niedrig. Jetzt schauen Sie mal in die Mitte. Ja, da sehen Sie die MFN Applied und Bound Tariffs und da sehen Sie, dass insbesondere bei den Entwicklungs- oder bei den Emerging Markets, nein, hier haben wir das für die G20 Developing Countries dargestellt, ein extrem hoher Binding Overhang sich darstellt. Das heißt, die tatsächlich angewandten Zollsätze sind natürlich relativ niedrig, aber diese Länder können die jederzeit erhöhen und zwar substanziell. Und jetzt denken Sie, ja, das machen Sie sowieso nicht, das machen die. Das machen alle Länder. Und es gibt ein sehr schönes Paper von Bouet, glaube ich, Lionel Fontanier, Yvan de Creux, die zeigen, was an Welthandel und auch an Wohlfahrtsverlusten eine Erhöhung dieser Zölle innerhalb dieses Spielraums bedeuten würde für die Weltwirtschaft. Das sind dramatische Verluste im Billionenbereich, also hunderte Milliarden und Billionen. Was interessanter ist, wenn Sie sagen, ja gut, das ganze Potenzial wird eh nicht ausgeschöpft, diese Jungs haben sich auch angeguckt, was passiert, wenn alle Länder sich zugleich die Zollsätze anheben würden, wie sie schon einmal getan haben, mindestens im Zeitraum 1995, glaube ich, bis 2005. Und das würde auch immerhin, glaube ich, 300 oder 400 Milliarden Handel auslöschen. Das heißt, auch dieser Binding Overhang ist nicht zu verachten. Da könnte man also einiges tun, selbst wenn es dann nicht zu realen Zollsatzsenkungen käme. Im Bild ganz rechts sehen Sie, dass in einigen Ländern bzw. Sektoren trotzdem noch auch die Applied Tariffs sehr, sehr hoch sind. Das sind die sogenannten Tariff Peaks, also höher als 15%. Das heißt, in diesem Sektor, es gibt also dann eine intersektorielle Verzerrung und das ist wiederum sehr stark der Fall in einigen der ärmsten Ländern, zum Beispiel in Sub-Saharan Afrika.
Warum auch das letzte Argument, warum man auch Zollsatzverhandlungen immer noch interessant sind, wenn Sie sich den handelsgewichteten Durchschnittszoll, den eine bestimmte Country Group für ihre Exporte erfährt, angucken, dann sehen Sie zum Beispiel, dass in den entwickelten Ländern der durchschnittliche Zollsatz für andere entwickelte, also in Industrieländern 3,6% beträgt, aber für die least developed countries dieser Zollsatz mehr als doppelt so hoch noch ist. Was eben mit der Exportstruktur dieser LECs zu tun hat, die eben relativ mehr Exporte in Sektoren hat, die relativ stark noch von diesen Tariff Peaks betroffen sind. Also da gibt es durchaus was zu tun, auch im Prozess Marktzugang. Ganz, ganz wichtig sind die sogenannten Non-Tariff Measures. Und da sehen Sie insbesondere hier für die High-Income-Countries, ja, in so grün schattiert dargestellt, dass dann die Regulatory NTMs besonders stark den Handel berühren. Wir haben eine Studie, die jetzt bald veröffentlicht wird. Ich habe hier nur wieder die Korrelation dargestellt, wo wir auch den kausalen Zusammenhang zeigen, dass über die Zeit, als die Zollsätze eben immer weiter gesunken sind, die NTMs dementsprechend stärker geworden sind. Bin gleich fertig. Das noch kurz, was Herr Reinlich auch schon erwähnt hat. Services Trade ist schwierig zu erfassen, auch die regulatorischen Maßnahmen sind schwierig zu erfassen. Eine kurze Bemerkung hier, eine sehr schöne Studie von Hildegund Norras und Co-Autoren dazu, die zeigen, dass es nicht nur das absolute Regulatory Restrictiveness ist, die hier wichtig ist, sondern auch, was Sie hier sehen, die Divergenz in den Regulierungen zwischen den Staaten, die zu zusätzlichen Handelskosten führen. Selbst wenn Staaten das eigentlich gleiche regulatorische Ziel vor Augen haben, das aber unterschiedlich versuchen zu erreichen, also unkoordiniert versuchen zu erreichen, das kann dann auch zu Handelskosten führen. Also hier auch ein großes Potenzial. Und das letzte Gebiet, was ich noch anschneiden wollte, ist, vergessen Sie nicht, wir haben ja, ich habe mich gerade über den Mangel an Liberalisierungsschub beklagt in den letzten 20 Jahren, aber wir haben ja vor 2 Jahren ein Handelserleichterungsabkommen abgeschlossen. Lassen Sie uns das implementieren. Lassen Sie uns darauf achten, dass die Länder das gut umsetzen. Das könnte nicht nur einen riesigen Schub hier haben, sowohl für Entwicklungs- als auch entwickelte Länder nach oben, was den Handel und auch das GDP haben. Wir haben das auch simuliert. Es könnte auch dafür sorgen, dass der Anteil der Entwicklungsländer im Welthandel wesentlich stärker ansteigt als der entwickelten Länder. Um das kurz zusammenzufassen, ich denke, wir haben auch bei der WTO noch genug zu tun. Wir müssen auf die Implementierung, auf die Umsetzung des Beschlossenen achten. Es gibt weitere Potenzial für weitere Handelsliberalisierung. Natürlich auch Landwirtschaft, was ich jetzt überhaupt nicht angesprochen habe. Aber es ist eben auch sehr wichtig, dass wir diese Adjustment Costs vielleicht noch stärker behandeln, thematisieren und auch international möglicherweise koordinieren, zumindest was Best Practices anbetrifft. Und letztes Wort noch, selbst wenn wir keine neuen Liberalisierungsmaßnahmen zum Beispiel jetzt in Buenos Aires beschließen sollten, das System ist sehr wichtig. Und da wissen Sie ja auch, es ist insbesondere wichtig, dass wir die Transparenz verbessern als Grundlage der Kooperation zwischen den Staaten und dass eben auch unser Schiedsgerichtsverfahren weiterhin funktionieren kann. Danke. Wir wollen Sie nicht allzu lange vom Mittag abhalten, so würde ich sagen, vorschlagen 2 Fragen vielleicht. Dann ja, Sie sprachen nochmal die Verteilungsfrage an und ich glaube, man kann die Verteilungsfrage nicht ernst genug nehmen, insbesondere wenn man eben die Verlierer immer nur in einem Nebensatz erwähnt. Und ich denke, es ist ein ganz anders geartetes Problem, als wenn man über die Verteilungsfrage einer Rezession spricht, die ja nicht willentlich herbeigeführt wird. Das zum einen. Aber zum Zweiten, ein wichtiger Kritikpunkt der Gegner des Freihandels sind sicherlich auch die
externen Kosten nicht eingepreist sind. Und da würde ich sagen, dass die Umweltfrage eine oft ausgeklammerte, aber doch zunehmend wichtige Frage ist, die mit dem Freihandel auch in Verbindung steht. Wenn man also heute die Äpfel aus Chile isst, dann ist es auch nicht nur eine Frage des Preises oder für viele Verbraucherinnen und Verbraucher keine Frage, ob sie jetzt den Apfel eben im Passend günstiger bekommen, sondern sie möchten auch wissen, was steckt noch dahinter. Und da würde mich interessieren, was die WTO für Pläne hat, auch diese Frage der Umweltverträglichkeit von internationalem Handel mit anzugehen. Das ist eine sehr gute Frage. Die WTO kann natürlich selbst keine Pläne haben, um diese Sachen anzugehen. Wir sind ja in der Hand unserer Mitgliedstaaten. Aber es gibt, wie Sie wissen, bei uns den Handel für Umwelt, Handel, den Ausschuss für Handel und Umwelt. Und der behandelt sich eben mit eben solchen Fragen. Allgemein natürlich auch auf Initiative der Mitgliedstaaten zu speziellen Fragen. Es gibt aber auch, was Sie angerissen haben, den Ausschuss für die sogenannten technischen Standards, Technical Barriers to Trade, und den Ausschuss ganz besonders für Sanitary and Phytosanitary Measures. In diesen beiden Ausschüssen werden eben insbesondere Dinge diskutiert zum Thema Labeling, was also ganz wichtig auch ist zu dem Thema, das Sie gerade angerissen hatten, Qualitätsunterschiede. Es ist eben wichtig, dass nicht nur vor allem im Bereich Lebensmittel der Markt geöffnet wird, sondern dass man eben auch die unterschiedliche Qualität von verschiedenen Produkten als solches auch wahrnehmen kann. Das sind zwei Dinge, die jetzt schon stattfinden. Vielleicht eine dritte Bemerkung noch. Es gab ja schon einige Streitfälle bei uns, in denen Food Security Measures, aber auch Umweltmaßnahmen sogenannte Umweltmaßnahmen der Streitpunkt waren. Und da wurde eigentlich immer entschieden, dass ein Land diese Maßnahmen, selbst wenn es die ganz strengsten Standards anwenden will, die es gibt, oder die es sich selber setzt, dass es diese Maßnahmen auch dann anwenden kann. Sie denken vielleicht zum Beispiel an den sogenannten Hormonfall. Ich weiß nicht, ob Sie daran denken, ob Sie den kennen. Die USA klagt gegen die EU, das ist ja immer noch nicht abgeschlossen, dieser Fall, dass eben hormonbehandeltes Fleisch nicht in die EU importiert werden kann. Ja, ich werde es kurz sagen. Die EU hat diesen Fall verloren und nicht deswegen, weil sie nicht diesen Standard haben durfte, sondern weil es unter anderem eine Inkonsistenz gab, dass nämlich die EU genau die gleichen Hormone in Rindfleisch zwar verboten hat, in anderen Produkten, wie beispielsweise Schweinefleisch, aber erlaubt hat. Und wenn man dann wirklich die Gesundheit im Auge hat, wurde das als inkonsistent angesehen. Nur als Beispiel.